Hazrat Muhammad Mustafa, Islam Ahmadiyat, Ghulam Ahmad ki, Hazrat Amirul Mumineen, Lajna Imaila, Nare Takbir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. تلاوت صبیہ خان صاحبہ السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء أعدت للذين آمنوا بالله ورسله
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة فلا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال اب سورہ الحدید کی آیات 21-24 جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت مصلح ماؤد رضی اللہ عنہ تفسیر صغیر سے پیش خدمت ہے. Nun folgt vor Ihnen die deutsche Übersetzung des Surah Al-Hadid 21 bis 24. Main Allah ka naam lekar jo behad karam karne wala aur bar bar rehm karne wala hai padhti hoon. Ae logo, Hazur fragt aus welchem Buch? Es wurde geantwortet aus Tafsir Sarir. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Wisset, dass das Leben in dieser Welt nur ein Spiel und ein Zeitvertreib ist. Und ein Gepränge und Geprahle unter euch. Und ein Wetteifern um Mehrung an Gut und Kindern. Es gleicht dem Regen, der Pflanzen hervorbringt, deren Wachstum den Bauer erfreut. Dann verdorren sie und du siehst sie vergelben. Dann zerbröckeln sie zu Staub. Und im Jenseits ist strenge Strafe und Vergebung. Und für einige ist die Vergebung Allahs und sein Wohlgefallen. Und das Leben auf dieser Welt ist nur eine Sache der Täuschung. O ihr Menschen, wetteifert miteinander um die Vergebung eures Herrn und den Garten, dessen Wert gleich dem Werte des Himmels und der Erde ist. Bereitet denen, die an Allah und seine Gesandten glauben. Das ist Allahs Huld. Er gewährt sie, wem er will, und Allah ist der eigene große Huld. Es geschieht kein Unheil auf Erden oder an euch, das nicht in einem Buch wäre, bevor wir es ins Dasein rufen. Fürwahr, das ist Allah ein Leichtes, auf das ihr euch nicht betrübet, um das, was euch entging, noch euch überhebet über das, was er euch gegeben hat. Und Allah liebt keinen der eingebildeten Prahler. Vielen Dank, geliebter Sohn. Des Wahrnehmens Saiba soll das Gedicht von Hazrat Muslim oder Sayyid Al-Anhu vortragen. Ein
Ein Gedicht von Hazrat Muslim radiallahu anhu. Möge Gott die Liebe zu ihm in mir erweitern. Möge Gott den Genuss seiner Liebe mir gewähren. Gott es wollen, dass auf meinen Lippen das Bekenntnis und die Bezeugung seiner Einheit ist. Möge der süße Geschmack des Glaubens in meinem Herzen sein. Möge Gott es so wollen. Möge Gott es wollen, dass ich Möge Gott die Gewohnheit der guten Taten in mir wollen. Und möge Gott niemals es geschehen lassen, dass eine falsche und negative Handlung in mir innewohnt. Möge Gott es wollen, dass die islamische Scharia stets die Führung in meinem Herzen bleibt. Möge Gott wollen, dass ich die Freundschaft und die Liebe des heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam erlange. Möge Gott es wollen, dass ich Treue erlange. Möge Gott es wollen, dass deine Ehrlichkeit bekannt wird. Möge Gott es wollen, dass du den Reichtum des Glaubens erlangst. Möge Gott es wollen, dass im leuchtenden Himmel der Stern der Wahrung leuchtet.
Möge Gott es wollen, dass du seine Gehorsam akzeptierst. Möge Gott dich befähigen, dass du seine Anbetung akzeptierst. Möge Gott mich vor dem Üblen bewahren. Mögen die Wege der Rechtschaffenheit erlangt sein. Möge Gott es schnellstmöglich wollen. Verbreite auf der ganzen Welt die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge der Westen und der Osten die Herrlichkeit erlangen, möge Gott es so wollen. Die Verbreitung des Glaubens und der Rechtleitung beziehe sich auf seinen Aufgaben, den Aufgaben der Verbreitung des Glaubens und der Rechtschaffenheit. Möge deine Natur auf diesem Pfad bleiben, möge Gott es so wollen. Möge sein Schatten immer über euch sein, auf deine Person. Möge Gott es wollen, dass die Freigabe Gottes immer mit Bestand hat und immer mit dabei ist. Nehme den heiligen Koran in deine Hand und im Herzen das Licht, das Nur. Möge Gott das wollen, dass die Gläubigen diese Intelligenz erlangen. Zerstöre diesen Plan des Dajjals.
zerstöre das, was der Dajjal auferlegt hat. Möge Gott es wollen, dass du diese Intelligenz erlangst. Möge in den Wäldern der Stadt woraus die Sonne erleuchtet. Möge das Nur, das Licht des Prophetentums sich erweitern, möge Gott es wollen. Möge sich erneut der Befehl des Propheten Mohammed, Frieden, Segen Allahs auf ihn sein, auf der ganzen Welt befestigen. Möge Gott es wollen, dass deine Mühe niemals verloren geht und verschwendet wird. Möge Gott die Liebe zu ihm, diese Liebe erweitern. Und möge Gott es wollen, dass du den Genuss des Allmächtigen erlangst. Vielen herzlichen Dank. Die Preisverleihung, Frau Sekretärin Amore Talabab. Talabat wird gebeten, vorzukommen. Im Namen Allahs, des Königs des Barmherzigen, geliebter Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wir präsentieren Frau Hazur das, die Namen jener Kandidaten, die hohe akademische Leistungen in ihren Bereichen erlangt haben. Ihre Zertifikate und Medaillen werden Ihnen später präsentiert und gegeben. Diejenigen, die Kandidaten dem Secondary Education ihre Preise erlangt haben, Faryal Nasser aus Manchester Nord, Amtul Rafi aus Manchester East, Manahil Mahmoud aus Stanford, Atiyatul Haybat aus Goldershot, Sophie Ansari aus Worcesterpark, Frau Fiza Suhail aus Farnham, Anaya Ahmed Cooker aus Watford. Frau Maria Majid aus Bradford. Frau Faria Ansari aus Worcesterpark. Frau Ramin Masood aus Leicester. Frau Mervish Vesin aus Luton. Frau Varda Firdos aus Rains Park.
Fordure Aden aus Sautchin. Frau Nihaya Ahmed aus Wüsterpark. Frau Atiatul Musawwar aus Birmingham West. Frau Nusra Shah aus Putney. Frau Jasper Salim aus Bradford Nord. Frau Faisal Anwar aus Southampton. Frau Halima Ahmed aus New Malden. Frau Ganwal Shahid aus Southampton. Frau Irfa Ahmed aus Liverpool. Frau Dure Nayab Mirza aus Bent Valley. Frau Nishab Ahmed aus Morden. Frau Zainab Ahmed aus Bethel Fatou. Frau Rahman Barka aus Newcastle. Frau Warda Burhan aus Guildford. Frau Fatma Sonera. Frau Munazza Rana. Frau Nabila Shinwari aus Tauchin. Frau Zoya Daniel. Frau Khaira Emmet aus Birmingham West. Sabia Saif. Frau Emmet City. Frau Brida Schams. Frau Samir Nasser, Modern Nasser. Mangashel aus Bethel Ehsan. Frau Shamila Noman Mohammed aus Bristol. Frau Sidra Noman Mudsadas. Melian Sir. Alvar Rohin, Spent Valley. Mahira Shahid Shirley. Frau Terim aus Bethel Fatou Ost. Frau Rosala Zafer aus Birmingham South. Sind da das Molden Männer? Bitte Gill. Frau Taslima Rahim.
Frau Aisha bint Ahmed. Frau Fatia Khwaja, Islamabad. Frau Liha Ashirar Anja. Frau Fizra Mohammed aus Lower Morden. Sina Butter aus Glasgow. Frau Basma Ahmed. Frau Isa Shafi Scheffel. Frau Amna Khan. Frau Aisha Gamas Hassas Filzsaud. Frau Noshin Malik. Frau Ayla Kanwal. Frau Khulud Ahmed aus Battle for Two South. Frau Rehana Amin. Wir gehen jetzt zu jenen Kandidaten, die in den Advanced Level Studies besondere Auszeichnung erhalten haben. Sophia Mohammed, Frau Simel Inam, Frau Salmane Irfan Bashir, Frau Zeynep Fatma. Zu ihr Kesser. Frau Namenover aus Leeds. Frau Jasper Ahmed aus South Mead. Frau Shanza Akhtar. Frau Kashfa Idris. Frau Muskan Hayes. Frau Yusra Shahid aus Putney. Frau Nazib Nahim. Frau Isha Shabir aus Battle for Two East. Salmana Nadim. Sabiha Saif aus Most West. Vijaya Umar. Frau Sabiha Khan aus der Jamaat Jame UK. Frau Mewish Mehmood aus Islamabad. Frau Sophie Iman Ahmed. Also für Sohel. Frau Sarah Mahnur Ahmed. Frau Batunur Rabbani. Neha Yassin. Frau Hala Akbar aus Glasgow. Frau Amnaimat aus Hayes.
Frau Daniel Chaudhry. Frau Nushan, ist das Morden? Das Lima Rahim. Table, Frau Table Tahir. Frau Yusra Tahir aus Islamabad. Frau Aisha bin Ahmed. Frau Ayla Nur Islam aus Patni. Frau Fatiha Khwaja aus Islamabad. Frau Bas Mehmet aus Southfield. Frau Ibatul Mustawir Malik. Frau Tabassum Malik Shirley. Frau Mishain Bukhari aus Glasgow. Frau Mehvish Malik. Frau Hala Bajwa aus Roehampton. Frau Seda Noor Seher aus Islamabad. Frau Zunaida Khan aus Merton Park. Frau Kashif Jan aus Huddersfield South. Frau Grafiem Hebut aus Nordlondon. Frau Maham Javed aus Crowley. Frau Sumama Malik, Battle for Du Ost. Wir präsentieren nun Frau Hazur die Namen der Absolventen und Post-Absolventen. Sidward Mirza. Aus King's College London. Frau Husnabad aus Islamabad. Frau Shahwazul Noor aus Battle for Two East. Frau Taiba Nasser. Frau Ifrit Mirza. Frau Tamina Sadaf Mirza. Frau Mehvish Sayed. Frau Sora Ahmed aus dem Modern. Frau Faisa Ahmed. Frau Rahila Kashif aus Hayes. Frau Lisa Butt aus Bethel Ehsan. Frau Mehek Tahir. Frau Hanana Kanmel Karim aus Honslow South. Frau Parnia Javed. Frau Tuba Abdul. Frau Khulet Saki aus New Modern.
Frau Afi Ahmed. Frau Farhanda Akbar. Frau Habiba Saif aus Birmingham West. Frau Alia Mansour. Atuba Lotias Modern South. Frau Mahanul Shahzad aus Bradford Nord. Frau Bas Abdul Wedding. Frau Hafsa Rubab. Frau Irem Nasrullah aus Betel Fatouz South. Khodur Shwar Hasmi auf Resort. Imperial College in London. Frau Hania Sir. Frau Farin Khalid. Frau Sona Ahmed. Von Maria mit Greenwood. Frau Dr. Mahira Ilyas, Bachelor in Medizin. Frau Dr. Saira Joktai aus Birmingham South. Frau Mahida Rahman aus Manchester West. Frau Sadev Rashid, Modern Park. Frau Nida Asim aus Antim South. Oscar Wies. Hoseida Hibatul Hay. Hosana Ahmed. Frau Saira Emmet aus Cardiff. Was ging's? Frau Fizet Taskin Ahmed. Frau Farida mit Sindhu aus Betel Fatu. Frau Neymar Huma Khan. Frau
Frau Menade Rahman aus von Vertrauen. Frau Tansila Anam. Frau Schmeiler Anjum aus Oxford. Frau Rahila Rohi Javed aus Islamabad. Frau Jasmin Al-Jarudi. Frau Dr. Saika Rauf. Frau Dr. Sana Khalid aus Deer Park. Frau Dr. Munaza Shah. Frau Dr. Shazia Nazir aus Nordirland. Frau Dr. Sumbal Nurin Bhatti. Frau Dr. Shabina Hayat aus Cambridge. Herr Dr. Martina Hakim. Also, damit sind wir am Ende unserer Präsentation. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ye awards wali lambi list jo padhi gayi hai, ye sun ke aapko tasalli ho gayi hogi ki main kyun award nahi de raha sir, kyunki uske baad 15-20 minute aur lag jane the. Wurde. Vielleicht wissen Sie jetzt, warum ich das nicht selbst mit meiner eigenen Hand gebe, weil es wären 15-20 Minuten noch mehr länger, die gedauert hätten. Mashallah, die Mädchen und die Jungen schreiten voran und man muss einen anderen Weg finden, wann man das bekannt geben kann, weil es so viele sind. Möge Allah alle segnen, deren Namen. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں
Ich werde heute vor Ihnen einige Beispiele einiger Frauen nennen, Ereignisse, aus denen eine wahre muslimische Frau, die ersichtlich wird, was es bedeutet, eine komplette wahre muslimische Frau zu sein, die gottesfürchtig ist, was es bedeutet, den Glauben der Welt vorzuziehen, was es bedeutet, die Sorge zu haben, seine Kinder zu erziehen. Viele Dinge, die den Rang einer wahren muslimischen Frau deutlich machen. Diese Ereignisse und Beispiele habe ich aus den Gefährtinnen, aus dem Leben der Gefährtinnen des heiligen Propheten genommen, wie auch aus den Ahmadi-Frauen zur Zeit des verheißenen Messias al-Islam und nach ihm, Ahmadi-Frauen, die Beispiele gezeigt haben, wie auch von heute, nach der Ära des verheißenen Messias al-Islam, vor dem Khilafat al-Khamsa, habe ich nur aus der Ära von Hazrat Muslim radhiyallahu anhu auch Beispiele genommen. Und es sind in der Anzahl so viele, so große Beispiele, so groß an der Anzahl, dass wenn man eine Ära beleuchten würde, bräuchte man mehrere Stunden und es würden mehrere Bänder von Büchern voll werden und diese Beispiele würden nicht aufhören. Die Sammlung solcher Ereignisse zeigt in unserer Geschichte, dass seit Anbeginn des Islams die Frau einen besonderen Rang inne gehabt hat. Und diese Beispiele sind deswegen lebendig geblieben, weil die Frauen immer diesen besonderen Rang haben und hatten. Dem Islam wird der Vorwurf gemacht, dass es im Islam keinen Rang gäbe für die Frauen. In der islamischen Geschichte haben die Frauen und ihre Gottesdienste, ihre Opferbereitschaft in Glaubensdingen, ihre Erziehung und wie sie sich um ihre Kinder gekümmert haben, sind so lebendig, dass die späteren Gebäude darauf aufbauen. Das ist ein Beweis dafür, dass im Islam der Frau eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Die Historiker der Welt nennen nur einige wenige Frauen in ihren Beispielen, aber in der Geschichte des Islams gibt es nicht nur die Namen einiger weniger Frauen, die berühmt wären, sondern unzählige Frauen werden genannt, deren Beispiele der Opferbereitschaft und Rechtschaffenheit berühmt sind, und diese Geschichte geht immer weiter. Ohne weiter die Hintergründe auszuführen, möchte ich nun unmittelbar einige Beispiele und Ereignisse zitieren und nennen. Möchte aber sagen, dass es Frauen gibt, die sagen, dass man auch über Frauen wissen möchte und auch die Ereignisse von Frauen gerne hören möchte. Doch dies soll nicht dazu führen, dass man nur temporär solche Ereignisse sich anhört und diese gut findet. Der Sinn und Zweck dessen wird nur dann erfüllt, wenn wir bereit sind, solche Ereignisse auch in unserem Leben einen Platz zu geben und diesen zu folgen. Mit dieser Absicht sollten Sie zuhören. Das Niveau an Opferbereitschaft, an Gottesbeziehung und an Gottesdiensten. Man sieht viele Gefährtinnen, viele Frauen, die hohe Ränge gezeigt haben. Es heißt, dass Hazrat Abdullah bin Abbas von seiner Mutter Hazrat Umme Fazl berichtet. Und er sagt, dass meine Mutter das Fasten so sehr liebte, dass sie jeden Montag und jeden Donnerstag fastete. Das heißt, in einer anderen Überlieferung, dass Ummul Mu'minin Hazrat Maimuna bint Haris überliefert, die Ehefrau des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal in einer Gemeinschaft der Muhajirin Kriegsgüter verteilte und Hazrat Zainab bint Jahash sagte etwas. Hazrat Umar r.a.
schimpfte mit ihr und sagte, warum redest du, wenn der heilige Prophet hier ist? Und der heilige Prophet sagte, O Umar, lass sie. Sie ist eine gottesfürchtige Frau. Das heißt in einer anderen Überlieferung, dass jemand fragte, O Prophet Allahs, was bedeutet Awa? Sie haben sie als Awa bezeichnet. Und der heilige Prophet sagte, jemand, der gottesfürchtig ist, der viel betet, der inbrünstig ist. Das war der Rang dieser Frau, dieser spirituelle Rang, den der heilige Prophet ihr bescheinigte. Dann gibt es Beispiele, wie Frauen ihr Leben dahingaben, wie sie ihre Kinder opferten. Also Muslim erzählt über die Geschichte von den Eltern von Ammar und sagt, dass sein Vater Yasser und seine Mutter Sumayya, ihnen wurde von den Ungläubigen extremes Leid zugefügt. Einmal, als beiden Leid zugefügt wurde, da lief der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam vorbei und er sah ihr Leid und ihre Schmerzen. Und das Herz des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erfüllte sich mit Schmerz und er sagte zu ihnen, Geduld, Geduld, o ihr Kinder Yassirs, o Yasser und Yassirs Familie, habt Geduld, habt Geduld. Allah hat für euch ein Paradies vorbereitet. Und nach einigen Tagen ging diese Prophezeiung in Erfüllung. Yasser starb den Märtyrertod. Aber die Ungläubigen hielten nicht still und sie misshandelten, übten Gewalt auf seine Frau aus. Abu Jahl stach mit einem Speer in ihr Bein und dieses Speer durchquerte das Bein bis in den Unterleib und sie starb. Als Hazrat Umm Shariq den Islam annahm, hatte sie götzendienerische Verwandten, die sie festhielten zu Hause und auf ein wildes Kamel setzten. Und sie gaben ihr Brot mit Honig, aber kein Wasser. Und sie musste in der knallenden Sonne stehen und wurde ohnmächtig. 3 Tage lang taten sie dies mit ihr. Dann sagten sie, der Glaube, dem du angehörst, sollst, den sollst du verlassen. Dann werden wir dir vergeben. Hazrat Umm Shariq sagt, ich konnte nicht verstehen, was sie sagen. Ich war nicht bei Sinnen aufgrund der Hitze, aber ich hörte 1, 2 Worte. Und dann wurde mir mit dem Finger zum Himmel gezeigt und gesagt, du sollst das Tawhid, die Einheit Gottes, verlassen. Und ich sagte, ich schwöre bei Allah, ich glaube an den einen Gott. Und das war der Schutz des Tawhid, der Einheit Gottes, den sie zeigte. Hazrat Urwa bin Zubair berichtet, 10 Tage vor dem Märtyrertod hat Hazrat Abdullah bin Zubair seine Mutter besucht, Asma. Sie war sehr krank. Hazrat Abdullah bin Zubair wollte wissen, wie es ihr geht. Und Asma sagte, ich bin in großem Schmerz. Hazrat Abdullah bin Zubair sagte, der Tod wird Frieden bringen und dir wird es gut gehen. Hazrat Asma sagte sofort, du wünschst mir den Tod vielleicht. Ich werde nicht sterben, bis ich nicht eine der 2 Dinge gesehen habe. Das war ihr Glaube. Entweder wirst du den Märtyrertod sterben und ich werde sehen, wie du stirbst. Und dann werde ich den Lohn von Gott erwarten. Oder du wirst über den Feind überwältigen und ich werde so Ruhe finden. Hazrat Urwa sagt, Hazrat Abdullah bin Zubair hörte dies und sah mich an und lächelte. Und an dem Tag, an dem er den Märtyrertod starb, kam er zu seiner Mutter, um sie zu treffen, und die Mutter sagte zu ihm, O mein Sohn, du sollst nicht Angst haben vor dem Tod und vor dem Getötetwerden, und du sollst mit Würde das Schwert akzeptieren, denn das ist besser,
als die Peitschenhiebe der Würdelosigkeit. Das war die Opferbereitschaft und der Eifer dieser Frauen. Die muslimischen Frauen der ersten Ära, über sie sagt Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam von Uhud zurückkam, kamen die Frauen und Kinder hinaus, um ihn willkommen zu heißen. Der heilige Prophet sallam hatte die Kamelstute des heiligen Propheten sallam hatte Sa'd bin Ma'ad, sein alter Gefährte, gehalten, und voller Stolz ging er nach vorne. Er sah seine alte Frau, die nicht mehr sehen konnte. Ein Sohn verstarb im Uhud, in der Uhud-Schlacht, und die Frau hatte ihr Augenlicht fast verloren. Sie stand ganz vorne und versuchte zu sehen und wollte sehen, wo der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ist. Sa'd bin Mu'az dachte, dass seine Mutter erfahren wird, dass ihr Sohn den Märtyrertod gestorben ist, und deswegen wird sie sehr traurig sein, und deswegen wollte er, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sie beruhigt. Sobald er seine Mutter sah, sagte er: O Prophet Allahs, da ist meine Mutter. O Prophet Allahs, da ist seine Mutter. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ging zu der Mutter, deren Augenlicht sehr schwach geworden war. Sie sagte: O Frau, ich möchte mein Beileid bekunden, dass dein Sohn in dieser Schlacht den Märtyrertod starb. Sie sah nichts und sie konnte nicht wissen, wer das ist. Aber dann sah sie das Gesicht des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und kam zu ihm und sagte: O Prophet Allahs, ich habe gesehen, dass es Ihnen gut geht. Deswegen sollen Sie wissen, dass ich meinen Schmerz aufgegessen habe. Schaut, sagte der Muslim, diese Frau, die in ihrem Alter nicht sehen konnte, alles, was sie hatte, war verloren gegangen. Ihr Sohn war verstorben. Und sie sagt voller Stolz und Tapferkeit: Die Sorge meines Sohnes frisst mich nicht auf. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ist am Leben, und das ist alles, was zählt, und alle anderen Schmerzen werde ich aufessen. Der Tod meines Sohnes wird nicht dazu führen, dass ich sterbe, sondern der Gedanke daran, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam am Leben ist und mein Sohn sein Leben für ihn geopfert hat, das stärkt meinen Glauben und meine Kraft. Das, sagte der Muslim, war die Opferbereitschaft dieser Frauen, weswegen der Islam in der Welt verbreitet wurde. Hazrat Sanida Rumi gehörte zu den ersten Frauen, die den Islam annahmen. Zu Beginn des Islams hatte sie schon den Islam angenommen. Die Götzendiener fügten ihr Schmerzen zu. Es wird gesagt, dass sie eine Sklavin der Banu Makhzum war und Abu Jahl sie misshandelte. Und es wird gesagt, dass sie Abduddar, dass sie eine Dienerin der Abduddar war. Jedenfalls war sie eine Dienerin. Und als sie den Islam annahm, konnte sie nicht mehr sehen. Sie hatte ihr Augenlicht verloren. Und die Götzendiener sagten, Lat und Uzza haben ihr das Augenlicht genommen, weil sie nicht mehr an Lat und Uzza glaubt und den Islam angenommen hat. Deswegen haben Lat und Uzza ihr Augenlicht weggenommen, weil sie Muslima geworden ist. Also Sanida sagte, Lat und Uzza wissen nicht einmal, wer sie betet. Sie war voller Glaube. Und sie sagt, das kommt von Gott, das ist der Wille Gottes, dass ich krank geworden bin oder Schmerzen habe. Das passiert, das ist der Wille Gottes. Und Allah kann auch mir das Augenlicht zurückgeben, wenn er möchte. Ihr sagt, dass mein Augenlicht weggegangen ist deswegen. Ich sage, dass ich den einen Gott nicht verlassen werde und ich vertraue auf ihn. Am nächsten Tag, schauen Sie, was passiert. Als sie aufstand, da gab Allah ihr Augenlicht zurück. Sie hatte wieder das Augenlicht gewonnen. Und die Quraysh sagten, das geschieht aufgrund der Magie von Mohammed. Das ist der Grund. Als Abu Bakr sah, wie sehr ihr Schmerzen zugefügt worden waren, befreite er sie, indem er sie aufkaufte.
Diese Menschen nahmen Leid auf sich für den Glauben. Und es heißt, Hazrat Abu Bakr ging einmal zu, ging vorbei an eine Dienerin von einem Stamm, Banu Umar, Banu Adi bin Kaab. Und sie war eine Dienerin, die eine Muslima war. Umar bin Khattab fügte ihr Leid zu, damit sie den Islam verlässt. Hazrat Umar, der damals noch Götzendiener war und nicht den Islam angenommen hatte und die Muslime misshandelte und ein Feind der Muslime war. Und sie schlug. Er schlug diese Frau, bis er, wenn er nicht mehr konnte, sagte: Ich habe dich nur losgelassen, weil ich nicht mehr kann. So sehr war sie geduldig, dass Hazrat Umar nicht mehr weiterschlagen konnte. Aber sie ließ nicht von ihrem Glauben ab. Und er, aus Erschöpfung musste er eine Pause machen. Und sie antwortete: Hazrat Umar, Allah wird mit dir auch so verfahren. Und Hazrat Abu Bakr kaufte sie auf und befreite sie. Aber Allah gefiel irgendeine Tugend von Hazrat Umar, weswegen er den Islam annehmen konnte und von dieser. Und Allah ihn nicht bestrafte. Also Muslim Maud erzählt weiter in seinen eigenen Worten, dass in der Zeit von Hazrat Umar, als im Irak, in Qadsiyah der Krieg herrschte, kam Kisra mit Elefanten. Kamele haben, fürchten sich vor Elefanten und so mussten die Muslime viel Schaden erleiden und viele Muslime starben dabei aufgrund dieser Elefanten. Eines Tages beschlossen die Muslime, egal was passiert, wir werden nicht weggehen, bis wir den Feind nicht besiegt haben. Meine Frau, Hazrat Khansa, nahm vier Söhne und kam auf dem Kriegsfeld und sagte: Meine Söhne, dein Vater hat sein Vermögen zerstört und hat nichts hinterlassen. Arm seid ihr. Ich war jung gewesen und dein Vater hatte kein Vermögen. Dann hat er mich auch nicht gut behandelt, dass ich sagen würde, rettet seine Ehre oder dass ich seine Ehre beschützen muss. Er hat mir nichts Gutes getan. Und wenn ich zu einer unzüchtigen Frau geworden wäre, wäre dabei nichts Falsches. Das war damals normal und auch heute ist das normal. Aber sie sagt, aber ich habe mein ganzes Leben in Gottesfurcht verbracht. Und sie sagte zu ihren Söhnen: Morgen ist die finale Schlacht, die entscheidende Schlacht. Und ihr habt viele Pflichten gegenüber mir. Morgen wird der Islam gegen den Unglauben kämpfen. Wenn ihr ohne Sieg gekommen seid, wenn ihr ohne Sieg kommt, werde ich zu Gott sagen, dass ich euch keine Rechte gebe. So bereitete sie ihre vier Söhne für den Krieg. Und das waren aber ihre Söhne und sie liebte sie. Und sie hatte Angst und ging in den Wald und einsam und betete, weinte zu Gott. Und sie betete: O Allah, ich habe alle meine vier Söhne für den Glauben geschickt, damit sie sterben. Aber du hast die Kraft, sie lebendig zurückzubringen. Und Allah segnete sie so sehr, dass den Muslimen der Sieg gewährt wurde und ihre vier Söhne kehrten lebendig zurück. Das war die Tapferkeit und die Großherzigkeit dieser Frau, die an das Jenseits glaubte. Diese Leute wussten, dass die Erlösung der Welt mit dem Islam verbunden ist. Und auch wenn wir sterben, kümmert es uns nichts, weil die Welt gerettet werden wird und der Islam den Sieg erlangen wird. Es gibt Beispiele des finanziellen Opfers. Hazrat Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam am Tage des Eids von seinem Haus hinausging und zwei Rakat verrichtete und davor und danach hatte er keine Nawafil verrichtet und dann ging er zu den Frauen. Mit ihm war auch Hazrat Bilal. Dann ermahnte er die Frauen und sagte, sie sollen Sadaqa zahlen. Und die Frauen
gaben ihre Ohrringe und ihren Schmuck, um finanziell zu opfern. Sie gaben es dem heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Über Hazrat Aisha r.a. gibt es viele Beispiele über ihre Einfachheit und über ihre Großzügigkeit. Hazrat Urwa berichtet, dass ich sah, dass Hazrat Aisha 70.000 Dirham verteilte. Sie hatte so viel Geld, sie verteilte alles, aber sie ließ ihre Kleider flicken und gab nichts für sich selbst aus. Gab nicht für den Luxus aus. Hazrat Muslim r.a. erzählt, dass Hazrat Aisha r.a. selbst zwar nicht verdiente, aber aufgrund der Liebe des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es viele Gefährten, die Geschenke schickten. Aber sie nahm das ganze Vermögen und das meiste verteilte sie an die Armen. Und die Geschichte zeigt, dass bisweilen an einem Tag tausende Rupien zu ihr kamen, tausende Dirham kamen, aber alles verteilte sie bis zum Abend. Und sie behielt keinen Heller. Eine Freundin sagte, und sie fastete, sie sagte, sie fasten, sie hätten 4 Anna bei sich haben sollen, damit sie Iftar machen können. Und sie sagte, warum hast du mir das nicht vorher gesagt, sagte sie aus Spaß. Und einmal hatte ihr Neffe, der sah, dass sie nichts behielt und alles den Armen gab, ihr Neffe, der ihr Erbe war, sagte zu ihr, Hazrat Aisha gibt alles den Armen. Als Hazrat Aisha davon erfuhr, verbot sie ihm, zu ihr nach Hause zu kommen und sagte, ich schwöre, wenn ich ihm erlaube, nach Hause zu kommen, werde ich es bereuen und eine Sühne entrichten. Und die Gefährten sagten, bitte vergeben Sie ihm. Und auf Druck der Gefährten vergab sie ihm, dem Neffen, aber sagte, ich habe dies versprochen, dass wenn ich ihm vergebe, dann werde ich eine Sühne zahlen. Deswegen sage ich, dass die Buße lautet, dass alles, was ich bekommen werde, werde ich immer den Armen und den Bedürftigen geben. Das ist die Strafe dafür, die Sühne dafür. Und Mi'amara war eine tapfere Frau, die auch ihre Kinder erzog, dementsprechend und am Glauben festhielt. Es gibt viele Ereignisse aus ihrem Leben. In einem Ereignis heißt es, wenn man darüber nachdenkt, dann kann man sehen, welch großartigen Rang sie hatte. Hazrat Muslim r.a. sagt, dass nach Mitternacht die Muslime sich versammelten, zu Beginn, als der heilige Prophet s.a.w. noch in Mekka war, und Abbas war auch mit ihm und die Medinenser kamen, um ihn zu treffen. Es waren 73 Muslime aus Medina, die kamen, 62 aus den Khazraj und 11 aus den Aus. Und es waren auch 2 Frauen in dieser Delegation. Eine war von den Bani Najjar, die Umme Amara. Durch Musab hatten diese Menschen vom Islam erfahren und sie waren voller Überzeugung und Glaube. Die späteren Ereignisse haben gezeigt, dass diese Menschen später zu den Säulen des Islams wurden. Umme Amara, die auch an dem Tag da war, erzog ihre Kinder so sehr für den Islam, dass ihr Sohn Khubab, als nach dem Tode des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Musailma Kazab ihn festnahm, da holte Musailma ihn und fragte, bezeugst du, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Prophet ist und Gesandter ist? Khubab sagte, ja, ich bezeuge. Dann sagte Musailma, bezeugst du, dass ich Allahs Gesandter bin? Khubab sagte, nein. Musailma befahl, dass ein Organ, ein Glied aus seinen Gliedmaßen abgeschnitten werden soll. Und so geschah es. Und dann fragte er, bezeugst du, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist? Sagte er, Khubab, ja.
Dann sagte er, glaubst du daran, dass ich der Gesandte Allahs bin? Und Rubab sagte, nein. Ein Organ war weggeschnitten und wieder wurde ein weiteres Organ weggeschnitten. Ein Bein oder ein Arm. Nach jedem Male fragte er, glaubst du, dass Mohammed Allahs Gesandter ist? Er sagte ja. Und bin ich Allahs Gesandter? Er sagte immer nein. Und so wurde ein Organ nach dem anderen und ein Körperglied nach dem anderen abgeschnitten und er starb. Das war die Erziehung von Umme Amara, weswegen er diesen festen Glauben hatte. Umme Amara selbst nahm an vielen Schlachten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teil. Über den Rang ihrer Aufrichtigkeit heißt es, dass Hazrat Asma sagte, ich arbeitete bei Zubair. Er hatte ein Pferd, auf das ich aufpasste. Und das war für mich eine sehr schwierige Aufgabe. Ich dachte, für ein Pferd zu versorgen ist sehr schwer. Ich holte Futter für ihn und kümmerte mich um dieses Pferd. Dann sagte Überlieferer, dass beim heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Sklaven kamen und ihr wurde auch ein Sklave gegeben und sie musste sich nicht mehr darum kümmern. Dann kam eine Person, ein Mann, und sagte, oh Mutter von Abdullah, ich bin ein armer Mensch, ich möchte arbeiten. Hazrat Asma sagte, wenn ich dir auch erlaube, dann wird Zubair nicht damit einverstanden sein. Frag mich, wenn Zubair hier ist. Der Mann kam und sagte, oh Umme Abdullah, ich bin ein armer Mensch, ich möchte bei euch arbeiten. Und sie sagte, hast du nur mein Haus gesehen in Medina? Also Zubair sagte, was ist mit dir? Warum verbietest du einem armen Menschen zu arbeiten? Dann wurde ihm dies erlaubt und er arbeitete, bis er etwas verdiente. Und sie sagt, ich nahm eine Sklavin und gab sie ihm. Also Zubair kam zu mir und ich hatte das Geld, das ich bekommen hatte dafür. Also Zubair sagte, gib mir etwas Geld. Also Asma sagte, dieses Geld, was ich bekommen habe, das habe ich bereits gegeben. Ich habe eine Frau. Es gab eine Frau, die kam und die hier arbeitete und dann wurde sie verkauft. Und das Geld habe ich nicht für mich ausgegeben. Ihr Ehemann verlangte dieses Geld und sagte, nein, ich habe es bereits in Sadaqa entrichtet. Das heißt, sie kümmerte sich um den Mann, den armen Mann, der gekommen war und hatte auch das Haus ihres Ehemannes beschützt und war überhaupt nicht dem Geld verfallen, sondern gab dies armen Menschen und als Sadaqa. Das war dieses Vorbild, was sie zeigte. Und diese Menschen wollten immerzu ihr Wissen, ihr Glauben zu wissen, auch stärken. Es das heißt, dass die Frauen zum heiligen Propheten Zelestam sagte, die Männer treffen sie immer. Geben Sie uns einen Tag, wo Sie uns treffen. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bestimmte einen Tag, an dem er die Frauen traf und ihnen den Glauben lehrte. Sie hatten diesen Eifer vom Glauben, den Glauben zu lernen. Also Trilifatum Sissani, anhu, hat in seiner Exegese der Tafsir Kabir, der Surat An-Nur geschrieben, dass der Islam niemals den Frauen vorschreibt, zu Hause si zu sitzen. Und das taten die Frauen auch nicht zur Zeit des heiligen Propheten, sondern sie hörten dem heiligen Propheten schon zu, sie nahmen den Kriegen teil, sie kümmerten sich um die Verletzten, sie lernten von den Männern und lehrten ihnen. Über Hazrat Aisha heißt es,
dass sie den Männern die Ahadith lehrte und sie hatten Freiheit zu praktizieren. Sie mussten ihr, die Aufforderung war, ihren Kopf und ihr Gesicht und die Teile, die mit dem Kopf und mit dem Hals verbunden sind, zu bedecken, damit keine Sünden entstehen und die Wege der Sünde verborgen bleiben. Und wenn sie können, sollen sie das Niqab nehmen. Aber sie müssen nicht zu Hause sitzen bleiben und sich komplett abtrennen von den erzieherischen Maßnahmen. Das sagt der Islam nicht. Der Islam sagt nicht, dass die Frau zu Hause sitzen bleiben soll. In den Ahadith heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Wettbewerbe veranstaltete zwischen den Gefährten, Pfeil und Bogen und Kräfte messen etc. Solche Spiele fanden statt einmal auch in der Moschee. Und er sagte zu Hazrat Aisha, wenn du möchtest, dann komm zu mir und wir schauen uns das an. Und sie kam zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und stellte sich hinter dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und schaute die ganzen Kriegskünste, den ganzen Kriegskünsten zu. Das ist nicht nur die Liebe des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Aisha gewesen, sondern vielmehr gibt es auch viel mehr Tiefe in dieser Sache. Dadurch wird bewiesen, dass der Islam es möchte, dass die Frauen auch Kriegskunst lernen und auch wissen. Das zeigte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auch, damit sie weiß, wie man das Schwert bedient und was man tun muss im Krieg, damit sie, wenn es der Bedarf ist, sich und ihr Land beschützen können, die Frauen. Das war ein Training, nicht nur ein Mitgefühl und eine Liebe, die er zu Hazrat Aisha zeigte. Wenn sie Angst vor dem Schwert oder vor den Waffen hat, dann kann sie auch ihre Kinder nicht in das Kriegsfeld schicken. Sie wird Angst haben. Und sie kann auch nicht das Land verteidigen. Die Frauen, über die Tapferkeit der Frauen gibt es verschiedene Ereignisse in der islamischen Geschichte. Und das Muslim Maud hat dazu gesagt, dass die Frauen solche Dinge im Islam gemacht haben, wie die europäischen Frauen ohne Parda es nicht machen können. Die islamischen Frauen haben in den Kriegen solches geleistet, was die europäischen Frauen ohne Parda nicht machen können. In der Zeit von Hazrat Abu Bakr war Hazrat Zarar ein tapferer Gefährte und er wurde gefangen genommen wegen eines Fehlers von den Römern und die Römer nahmen ihn meilenweit weg mit. Seine Schwester Cholla erfuhr davon und sie nahm die Rüstung ihres Bruders und seine Sachen und nahm ein Pferd und konnte ihren Bruder befreien. Die Römer waren sehr starke Leute, so wie heute die Amerikaner oder die Engländer. Sagt das Muslim, so wie die Engländer heute, waren die Römer die Regierenden der Welt, überall auf der Welt. Aber als die Römer einen Gefährten mitnahmen, kam diese Schwester von dem Gefährten alleine und verfolgte die Römer und konnte ihren Bruder erfolgreich befreien. Und die Muslime erfuhren davon, als sie ihren Bruder zurückbrachte. Über Umm Mara wurde bereits berichtet, dass sie auch an einigen Kriegen teilnahm. Es gibt ein Ereignis der Schlacht von Uhud. Hazrat Umm Mara nahm an der Schlacht von Uhud teil und sie war sehr tapfer. So als die Muslime, solange die Muslime siegten, gab sie Wasser den Menschen. Als die Muslime die Oberhand hatten, gab sie Wasser den Soldaten. Aber als die Muslime verloren, aufgrund von Fehlern, der Sieg in Niederlage verwandelt wurde, da kam sie zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und stand vor ihm, um ihn zu beschützen an diesem gefährlichsten Ort. Und die Ungläubigen kamen und sie nahmen die Pfeile auf sich.
Der heilige Prophet selbst berichtet: Ich habe in Uhud gesehen, dass sie rechts und links von mir kämpfte. Als Ibn Kamer zum heiligen Propheten kam, ging Umm Amara nach vorne und hielt ihn davon ab, und sie wurde verletzt an der Schulter. Sie schlug mit dem Schwert, aber er hatte eine Rüstung, und Umm Amara wurde verletzt. Sie konnte ihn nicht verletzen wegen seiner Rüstung. Das waren einige Beispiele von Gefährtinnen. In der Zeit des heiligen Propheten, des Feis Messias al-Islam, gab es auch Frauen, die tapfer waren. Hazrat Ammajan, ich möchte beginnen mit Hazrat Ammajan, Hazrat Nusrat Jahan Begum Sahiba. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib sagt, dass diese Zeit, die Zeit des heiligen Propheten, war keine Zeit der Kriege wie damals, sondern die Zeit der finanziellen Opfer, die Zeit des Wissens. Der heilige Prophet, der verheißene Messias, durch seine Bücher, durch seine Werke, haben die Menschen profitiert. Und es ist die Zeit, mit seinen Büchern und seinen Werken argumentativ die Feinde zu besiegen, denn das sind die Waffen der Feinde und damit müssen wir ihn besiegen. Genauso ist es die Zeit der finanziellen Opfer, die dafür benötigt werden. Und vor allem ist es eine Zeit, um zu beten. Der verheißene Messias al-Islam hat gesagt, dass unser Sieg durch Gebete kommen wird. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib überliefert, Hazrat Ammajans Gottesfurcht und ihr Vorbild in den Gebeten war einzigartig. Nicht nur die fünf Gebete, Hazrat Ammajan betete das Namazi Tahajjud und Namazi Zuha regelmäßig. Und mit einem solchen Eifer betete sie, dass auch diejenigen, die ihr zusahen, sehr mitgenommen wurden davon. Auch nicht nur diese Nawafil, sondern immer, wenn sie die Möglichkeit hatte, betete sie so, dass sie Ruhe bekam, und sie betete auch Bittgebete, Dua, und die ganze Jamaat waren wie Kinder für sie, und sie betete für sie alle, nicht nur für ihre körperlichen Nachkommen. Die Worte, die am meisten auf ihrer Zunge waren, war das folgende Gebet: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. O mein lebendiger Gott, o mein Gott, der Leben gibt, ich suche Zuflucht und Stütze in deiner Barmherzigkeit. Im Monat Ramadan, sagt Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, Hazrat Nawab Mubarak Begum Sahib hat geschrieben, dass im Ramadan, dass sie sehr viel opferte, finanzielle Opfer zeigte. Und sie kochte für 3, 4 Menschen, gab dieses Essen jeden Tag weiter an Arme, und ebenso spendete sie von ihrem Geld. Und vor allem im Muharram und im Ramadan und auch zu Hause gab sie den Dienern gutes Essen, und sie sagte, das Jahr hat begonnen, und der verheißene Messias al-Islam pflegte zu sagen, wer zu Beginn des Jahres spendet, der wird das ganze, ihm wird es das ganze Jahr gut gehen. Auch dieses Prinzip lehrte sie, dass ihr zu Beginn des Jahres Sadka und Zakat zahlen sollt, und Allah wird euch das Jahr segnen und euer Jahr wird gut weitergehen. Chaudhry Muhammad Saifullah Khan Sahibs Mutter war eine sehr gottesfürchtige Frau, als sie das Bett machte. Das heißt, Joysa selbst berichtet, dass mein Vater von dem Gericht zurückkam und er fragte meine Mutter, sind Sie zu Mirza Sahib gegangen? Und der verheißene Messias war dort, und sie sagte, ja, ich war da. Mein Vater fragte, hast du das Bett gemacht? Hast du etwa das Bett gemacht? Und die Mutter sagte, Alhamdulillah, ich habe das Bett gemacht. Und mein Vater war sehr besorgt und wurde zornig. Und die Mutter sagte, das ist mein Glaube. Mir ist es egal, wenn sie zornig sind. Darum kümmere ich mich nicht.
Sie können machen, was Sie wollen, wenn das Ihnen nicht gefällt. Sie können entscheiden, wie Sie wollen. Das ist mein Glaube und ich werde daran festhalten. Dann sagte sie, der Gott, der mich beschützt hat, er wird mich auch in Zukunft beschützen. Das war ihr Glaube. Eine Frau sagte zu ihr immer, durch meine Gebete werden deine Kinder sterben. Zwei Kinder starben, aber sie glaubte an Allah und sie hörte ihr nicht zu und sagte, ich werde an der Einheit Gottes glauben und Allah gab ihr dann Söhne. Genauso Abdullah Bashir Saiba erzählt über ihre Mutter, Fakhrunnisa, dass meine Mutter Fakhrunnisa aus einer Familie von Hyderabad Deccan war. Und meine verstorbene Mutter sagte immer, dass ich meinen Mann glücklich gemacht habe, nicht Bad gemacht habe, um meinen Mann glücklich zu machen, sondern ich habe aufgrund der Wahrhaftigkeit der Ahmadiyyat und des Verehrten Messias das Bad gemacht. Und sie erzählte, als ihr Ehemann aus Qadian zurückkam und Tabligh machte, sagte sie, ich habe nicht viel Wissen. Ich möchte, dass Allah mir hilft durch seine himmlischen Zeichen, damit ich sorglos bin. Und nach einigen Jahren, als sie betete, sah sie im Traum, dass im Hof, im Gebäude, viele Zettel herunterregnen. Und ich sah diese Zettel, jeden Zettel, den ich nahm, dort steht Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, der Name. Nach diesem Traum hatte ich eine Ruhe und mit Wahrhaftigkeit und vollem Glauben machte ich das Bad im Jahre 1900. Sie hatte keinen Bruder. Ihr Vater, sie lebte bei ihrem Vater. Nach dem Bad fing ihr Vater an, sie anzufeinden, aber sie blieb standhaft und sprach immer die Wahrheit aus und ihren Glauben. Und als der Vater starb, da wurde sie mit ihrer Mutter und ihren zwei Schwestern, konnte sie zu Ahmadiyyat bewegen, aufgrund ihres Vorbilds, ihres schönen, wahren Vorbilds. Und ein wahres, gutes Vorbild ist ein sehr gutes Weg, um Tabligh zu machen. Das sollten die Frauen auch beherzigen. Motrama Amir Bibi Sahiba, die Ehefrau von Mir Khairdin Sahib. Über sie heißt es, ihr Sohn Maulana Kamruddin Sahib sagt, dass in dem Dorf viele Männer und viele Frauen durch meine Mutter den Heiligen Koran gelernt haben und die Übersetzung gelernt haben. Und sie war sehr in Glaubensdingen sehr aktiv. Sie ging mit unserer Tante nach Qadian, um das Jumma zu verrichten. Und auch andere Dorfbewohnerinnen taten dies. Einmal hatte meine Mutter den Heiligen, den verheißten Messias al-Islam, eine Frage gestellt und sagte, was ist, wenn wir kochen müssen abends, wie sollen wir das Namazi Maghrib verrichten? Und sie sagt, wenn das Namazi Maghrib ist, dann müssen wir kochen, was sollen wir machen? Der Mann kommt und die wollen alle essen, was sollen wir machen? Der verheißte Messias al-Islam sagte, du kannst auch vor dem Maghrib-Gebet kochen und das Namaz rechtzeitig verrichten. Also der verheißte Messias sagte dies voller Sicherheit und sagte, das Gebet muss pünktlich verrichtet werden. Und es ist keine Ausrede, dass man zu Hause etwas machen muss und das sollte jede Frau auch wissen. Und er sagte, wir haben gesehen, dass unsere Mutter immer das Fasten und die Gebete einhielt und sie hatte hohe moralische Werte. Ihre Gottesfurcht war sehr berühmt und viele Frauen baten sie um Gebete. Hazrat Sayyida Maryamun Nisa Sahiba, die Mutter von Hazrat Khalil Masih Rabi, Rahmatullah al-Muslim, hatte sie Umme Tahir genannt. Sie war die Mutter des vierten Kalifen Hazrat Khalil Masih Rabi, Rahmatullah. In ihrem Herzen war die Liebe Allahs und des heiligen Propheten so sehr verankert, hat Mirza Bashir Matzaib sagt, einmal sah ich sie und ich erzählte ihr das Hadith, dass einmal
Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt von einem Gefährten über das Jenseits und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Du fragst über das Jenseits, hast du denn dich vorbereitet auf das Jenseits? Und er antwortete: O Prophet Allahs, wenn Sie damit Gebete und Fasten meinen, dann kann ich nicht sagen, dass ich tue dies, aber ich kann nicht sagen, ob diese angenommen werden. Ja, aber ich weiß, eine Sache kann ich sagen, dass ich in meinem Herzen eine tiefe Liebe zu Allah und dem heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam habe. Und der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte: Wenn das stimmt, dass du Allah und den Propheten liebst, wahrhaft liebst, dann gebe ich dir die frohe Botschaft, dass der Mensch mit seinen Geliebten sein wird und du wirst uns treffen, du wirst mich treffen am Tage des jüngsten Gerichts oder im nächsten Leben. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib sagt: Ich sah, als ich das meiner Schwester erzählte, wurde sie so glücklich und sie sagte: Ich sehe mein Herz genauso. Und ich sagte: Dann sei ihnen diese frohe Botschaft gesegnet des heiligen Propheten, sie werden mit ihren Geliebten sein. Über die, also Muslim Maud sagt über die Opferbereitschaft, dass einmal waren einige unserer jungen Leute, gingen zur Armee, um dort zu helfen, und dort gab es eine Versammlung unserer Ahmadis, und sie sagten, dass unsere Leute in dem pakistanischen Militär eintreten sollen, und sie motivierten andere dafür. Und diejenigen, die nicht kämpfen wollen, die Völker, die nicht kämpfen wollen, wollen auch nicht in die Armeen eintreten. Und genauso geschah es. Es wurde aufgerufen, dass die Menschen ihren Namen geben sollen, aber überall blieb es ruhig. Und niemand kam nach vorne, um den Namen zu geben. Und dann kam eine Witwe, die nur einen Sohn hatte. Sie war auch nicht gebildet und sie sah, dass ein Ahmadi Muballigh aufsteht und die ganze Zeit sagt, dass die Leute sich in die Armee, dass die Leute in die Armee eintreten sollen, aber das möchte keiner. Und sie kam von den Frauen und rief seinen Sohn: O du, warum sagst du nichts? Hast du nicht gehört, dass der Kalif der Zeit dich für den Krieg aufruft? Und er ging nach vorne und war bereit zu kämpfen. Und dann kamen, als damals gab es einen Krieg in Pakistan, und das Militär suchte Männer, und auch andere standen auf und gaben ihren Namen zum Kampf. Also Muslim und sagt, diese Frau war keine Landwirtin, und die Landwirte denken, dass sie nicht kämpfen können, diese Leute. Trotzdem hat sie ihre Verantwortung gesehen, und in einer Zeit, wo sie eine Witwe war und nur einen Sohn hatte und auch keine Hoffnung hatte, dass sie weitere Kinder haben würde. Und sie sagte: Wenn für Gott und den Islam aufgerufen wird, dann ist es egal, ob mein Sohn übrig bleibt oder nicht. Ich muss antworten. Das waren die Emotionen, die sie hatte. Also Muslim sagt, dass solche Emotionen anstecken. Als sie das sagte, waren viele, die vorher Angst hatten und feige waren, standen auf und waren bereit. Und als ich davon las, betete ich zu Gott: O mein Herr, diese Witwe hat ihren einzigen Sohn für den Schutz der muslimischen, des muslimischen Landes hergegeben. O mein Herr, es ist wichtig, dass ich noch mehr Opferbereitschaft zeige, und ich bete zu dir: Wenn du mein Leben brauchst, wenn du das Leben brauchst, dann sollst du nicht ihren Sohn, sondern meinen Sohn sterben lassen. Das betet das Muslim. Dann sagt das Muslim: Ich weiß, dass im Jahre 1953, kann ich mich daran erinnern, dass aus Sialkot eine Frau nach Rabwa kam, und sie sagte, dass unser Dorf abgeschnitten ist von der Welt und die Feinde haben uns das Wasser abgeschnitten. Wenn wir rausgehen, um Wasser zu trinken, dann schlagen sie uns. Und ein Soldat war dort und
Ich schickte, also Muslimot sagt, ich schickte diesen Soldaten dorthin, damit er den Ahmadis dort half. Und Muslimot sagt, schaut, wie tapfer diese Frau war. Die Männer konnten da nicht weiter, aber eine Frau kam. Die Männer hatten Angst, rauszugehen. Aber diese Frau kam zu Fuß von Sialkot hierher bis nach Gujranwala und dann von Gujranwala kam sie auf irgendeine Art und Weise hierher. Und erzählte uns, wie es dort der Jamaat geht und wir konnten einen Mann schicken zur Hilfe. Also Muslimot sagt, schaut, wie unsere Frauen tapfer, wie tapfer unsere Frauen sind. Dann sagte also Muslimot, es gibt viele Muballigh, die Menschen wissen nicht, wie groß ihre Opferbereitschaft ist. Es gibt zwei Muballighin, die direkt nach ihrer Hochzeit rausgingen und immer noch draußen sind. Einer von ihnen ist seit 9 Jahren dort, sagt das Muslimot Hakim Fazlur Rahman Sahib, heißt er. Er hat geheiratet und kurz nach seiner Hochzeit wurde er für das Tabligh rausgeschickt. Er hat eine junge Frau. Wenn er zurückkommt, wird er eine alte Frau vorfinden. Das ist eine große Opferbereitschaft. Und für mich ist ein Mensch, der diese Opferbereitschaft nicht erkennt, ein unverschämter Mensch. Und dann erzählte so Muslim von den Opferbereit von der Opferbereitschaft der ersten Zeit des Islams und von der aktuellen Zeit und hat uns weitere Beispiele genannt. Also Muslim erzählt weiter, als in Qadian die Hindus und die Sikhs angriffen, wurden Frauen versammelt und es gab eine Frau aus Beda, die zu ihren Anführerin wurde. Und diese Frau war tapferer als Männer. Die Nachricht über andere Frauen kam, dass die Sikhs und die Hindus angriffen und diese Frauen verscheuchten diese Angreifer und vor allem die Frau aus Beda, die ihre Anführerin war, verscheuchte sie. Auch heute lebt sie noch, sagte Muslimot, und sie ist alt geworden. Sie lehrte den Frauen, wie ihr zu kämpfen habt. Und sie kommandierte die Frauen. Das war kein Kampf für den Glauben, das war ein politischer Kampf, der dort geführt wurde. Ein Krieg aufgrund zwischen den Nationen. Und mit dem Glauben hatte es nichts zu tun, aber trotzdem wurde das als Beispiel genannt aufgrund der Kämpfe gegen die Sikhs und die Hindus seitens der Muslime. Was die Ahmadiyyat angeht, der Sieg der Ahmadiyyat wird nicht durch Kämpfe kommen, durch Kriege kommen, sondern durch Gebete und durch Praxis. Das sollten Sie wissen. Also Muslimot sagt, es gibt keine Aufgabe, die nicht eine Frau machen kann. Sie kann Tabligh machen, sie kann lehren. Sie kann sich an Kriegen beteiligen und wenn sie ihr Leben hingeben muss, dann kann sie auch ihr Leben hingeben. Und sie kann auch Männer dirigieren. Manchmal zeigen Männer Schwäche. Dann kann eine Frau Tapferkeit zeigen, die kein anderer zeigen kann. Diese Frau, die zu ihrem Sohn sagte, steh auf. Und wie sie ihm das Ehrgefühl gab und auch andere dann aufstanden. Ich möchte auch ein, zwei Beispiele aus dieser Zeit nennen, wie Frauen nach dem Bett ihren Glauben gestärkt haben und ihr Wissen gestärkt haben und ihre Kinder erzogen haben. Und sich selbst reformiert haben. Aus Kirgisistan schreibt der nationale Präsident, Aziza Mugashfar Sahiba ist dort eine Frau, die 2019 das Bett machte. Sie gehört einer muslimischen Familie an. Nachdem sie die Ahmadiyyat akzeptierte, wollte sie den Heiligen Koran lernen. Das konnte sie vorher nicht. Und in 4 bis 6 Monaten lernte sie den Heiligen Koran und konnte den Heiligen Koran fertig lesen. Dann fing sie an, Arabisch zu lernen, damit sie die Übersetzung des Heiligen Koran versteht. Und sie fing an, den Heiligen Koran auch zu rezitieren und so zu rezitieren, dass sie anderen beibringen konnte und sie bringt anderen Menschen und Kindern dies bei. Und auch viele Lajna haben von ihr gelernt. Und
Sie opfert ihre Zeit für die Website und geht ihren Verantwortungen in der Jamaat sehr aufrichtig nach und gibt dem Glauben stets Vorzug vor der Welt. Egal wo dies ist, Allah hilft diesen Menschen, auch wenn es in den westlichen Ländern ist. Eine Ärztin schreibt, als ich hier nach England kam, musste ich eine Prüfung ablegen. Und das waren sehr schwere Prüfungen. Und das war nicht so einfach zu bestehen. Und das war eine erste schriftliche Prüfung durch die Gnade Allahs, konnte ich erfolgreich abschließen. Und dann kam die Praxis. Und ich musste verschiedene Patienten mir anschauen. Und ein Prüfer sieht dabei zu und markiert, vergibt Punkte. Und vor der Prüfung hatte ich einen Anruf bekommen. Was ziehst du bei der Prüfung an? Fragte sie. Und ich war sehr verwundert, dass das doch egal ist, was ich unter dem Burka trage. Und ich fragte nach und er sagte, wirst du im Hijab und Burka gehen? Und ich sagte, ja, das werde ich tun. Dann wirst du nie erfolgreich sein, sagte diese Frau oder in diesem Telefonat, dieser Freund oder diese Frau. Und ich fing an zu weinen vor Gott, weil ich wusste, dass ich Parda machen werde. Und dieser Mensch hatte mir gesagt, dass ich nicht bestehen würde. Und sie sagte, dass ihrem Ehemann und ihr Ehemann sagte, mach dir keine Sorgen. Dann kam der Tag der Prüfung und sie ging in Burka und Hijab zur Prüfung, wie in einem pakistanischen Gewand, ging sie dorthin. Und Alhamdulillah, sie bestand. Und die Freundin bestand aber nicht. Die dachte, dass ich zeitgemäß bin und keine Parda machen muss. Es war eine Freundin, die sie angerufen hatte. Und sie sagt, ich habe diese Prüfung nicht aufgrund meines Wissens bestanden, sondern Allah hat mir gezeigt, wenn du dem Glauben den Vorzug über die Welt gibst, werde ich dich unterstützen. Und durch die Gnade Allahs hat Allah mir überall die Kraft gegeben, durch meine Parda Fortschritte zu machen. Hier gibt es manche Menschen, die meinen, dass sie durch das Parda nicht irgendetwas machen können. Wenn man an Gott glaubt und betet und seinem Glauben folgt, dann kann man auch für eine gewisse Zeit temporär, muss man vielleicht etwas Schwierigkeiten durchmachen, aber Allah gewährt dann letzten Endes einem Erfolg. Aus Norwegen schreibt eine Frau, dass ich einmal an der Jilsa-Stunde Großbritannien teilnehmen wollte, hatte schon meinen Flug gebucht und ich bekam aber nicht frei von der Arbeit, aber ich wollte dem Glauben der Welt vorziehen und die Jilsa besuchen, auch wenn ich meinen Job verlassen müsste. Und sie sagte, dass ich meinem Arbeitgeber sagte, ich werde gehen, egal ob sie mir freigeben oder nicht. Nach 2 oder 3 Tagen segnete mich Gott und dieser Vorgesetzte, der hart zu mir war, gab mir frei und fragte, wo möchtest du hin, dass du bereit bist, deinen Job aufzugeben. Und sie sagte, ich bin Ahmadi und ich möchte die Jilsa Salana besuchen in England. Und diese Vorgesetzte war so beeindruckt. Sie sagte, als ich zurückkam, wollte sie zur Beit un-Nasr Moschee kommen und sie war eine Muslima. Und dann wollte sie in die Ahmadiyyat eintreten und ich sagte, bete erst und mach erst Bet, wenn du wirklich bereit bist. Aber sie sagte, nein, hier sehe ich eine Liebe und einen Frieden, den ich sonst nirgendwo finden. Und nach einer gewissen Zeit machte sie und ihre Tochter das Bet und trat so in die Jamaat ein. Das sind Beispiele, wie man den Glauben der Welt vorzieht und so andere Menschen besänftigt und auch auf den rechten Pfad führt. Amir Saib Tansania schreibt, dass in dem Tal von Kilimanjaro gibt es eine Jamaat. Dort gibt es eine Legende, die 73 Jahre alt ist, eine alte Frau. Wann immer man sie trifft, fragt sie, wie geht es dem Kalifen? Und dann betet sie. Und sie ist krank, ständig krank. Und die Menschen
sagen, du sollst dich behandeln lassen von dem Molvi oder du sollst das und das Gebet verrichten lassen von den Leuten. Aber sie sagt, nein, ich werde an den einen Gott glauben und die Gotteseinheit, die uns der verheißene Messias dessen gelehrt hat, daran halten wir fest, was der heilige Prophet schon gebracht hat. Und sie gibt dem Glauben der Welt immer den Vorzug und spendet auf dem Weg Allahs. In Kirgisistan schreibt der aus Kirgisistan der nationale Präsident, dass es eine Frau gibt, Julia Saiba, die aus einer christlichen Familie stammt. 2013 machte sie das Bad. Vor dem Bad hatte sie keine Parda, keine Hijab, aber als sie Islam Ahmadiyyat akzeptierte, fing sie an, das Hijab zu tragen. Nach dem Bad ging sie nach Qadian und nahm an der Dissertation teil und besuchte das Beheshti Maqbara. Und als man ihr erzählte, was das in Salme passiert bedeutet, wollte sie sofort daran teilnehmen. Und nach der Dissertation kam sie zurück und las das Buch Al-Wasiyyat und füllte das Wasiyyat-Formular aus und wurde zu einem Mitglied des in Salme Wasiyyat und nimmt seitdem auch an anderen finanziellen Opfern und Aufrufen teil. Aus der Elfenbeinküste schreibt der lokale Mollem. Dort gibt es ein Jamaat-Mitglied, Dawasuga Saiba. Sie arbeitet in der Botschaft von Burkina Faso und nimmt ihre Tasche mit überall, wo sie Tabligh machen kann. Einmal kam sie nach Goyo und machte Tabligh. Und sie hat eine Art und Weise, Tabligh zu machen, wie ein hochgebildeter Gelehrter. Und sie hat einen Eifer für das Tabligh. Sie ist aus einem anderen Land und hat in ihrer Tasche verschiedene Literatur und macht Tabligh. Einige Frauen fragen, wie können wir Tabligh machen? Sie müssen selbst die Wege des Tabligh suchen, wenn sie diesen Eifer haben. Das sollten sie als Vorbild nehmen. Das waren einige Beispiele von Ereignissen, die ich genannt habe. Es gibt unzählige weitere Ereignisse von tapferen Frauen in dieser Zeit, wie sie den Glauben der Welt vorziehen, wie sie ihre Kinder erziehen. Und ich zitiere und nenne oft auch frische, neue Ereignisse, aber auch Ereignisse aus dem Leben der Gefährtin, wie sie Opfer zeigten und wie sie Beispiele für Opferbereitschaft an den Tag legten, wie sie den Glauben der Welt fortgezogen haben. Doch das alles bringt nur dann etwas, wenn wir bereit sind, nachdem wir das gehört haben, auch davon zu profitieren. Diese Ereignisse müssen zu einem Mittel werden, zu einem Geist in uns, sodass wir auch jenen Geist in uns entwickeln, wie die Gefährtin zur Zeit des heiligen Propheten und danach. Wenn wir eine revolutionäre Veränderung in uns hervorrufen, nachdem wir dies hören und in Gottesfurcht voranschreiten und bereit sind, uns und unsere Kinder, unsere Nachkommen auf dem wohlgefallenen Allahs, auf den Wegen des wohlgefallenen Allahs zu führen und nicht nur weltlich veranlagt sind, sondern das wohlgefallene Allahs suchen. Und wenn jeder Ahmadi die Frau verspricht, dass sie eine Revolution hervorbringen möchte, eine spirituelle, in sich und in der ganzen Welt, dann wird diese Welt eine paradiesische Welt sein und dann werden wir eine Revolution sehen. Und auch im Jenseits wird Allah uns den Wohlgefallen schenken. Möge Allah allen die Kraft dazu geben, ihr Leben derart zu führen. Und möge Allah uns die Kraft geben, zu beten, sodass wir der islamischen Lehre folgen. Nun werden Amen.
Aisha Academy, UK. Aaj har zar asre tur nazar a. Allah sent us Khilafat, shining light, our Khilafat, guiding us right, our Khalid.
on cloudy days. We follow him on our journey. We follow him on our journey. Allah sent us Khilafat. He is ours, our Khalifa. He is Noor, our Masroor. Allah sent us Khilafat. Bendecido sea Khilafat, Khilafat del Islam, del Islam. Quien recibe nuestras plegarias y se las envía a Allah. ¿Quién reza por ti? ¿Quién reza por mí? Es Khalifatul Masih, es Khalifatul Masih. Mensajero de la paz, mensajero de la verdad. Allah nos prometió Khilafat hasta el final. ¿Quién reza por ti? ¿Quién reza por mí? Es Khalifatul Masih, es Khalifatul Masih. Yen kutamuye asumdwe piwom yen somuye kelafa en kabomom ye bedin kunimda yen kutamuye kelafa son somu kwantre eya homatwe yen benya popo son somu kwantre eya homatwe yen benya popo. Hey Khalifa Khamis, tumi prana madir, tumi mazhar ha, uishi khilafatir. Jahan te sab kuch tu kari kadi
Keep the water.